Dann legen wir mal los mit dem ersten Kill. Ich großspuriges Asshole, ich. It is an ingrate. Ja. Excellent, Captain. Elite? Elite. Ach, auch noch hinter der Mauer. It is an ingrate. Noch einer hinter der Mauer. It is an ingrate. Problem ist, wenn ich mich, glaube ich, hinlege, ich kann nicht durch den Busch gucken und. Hab was Verdächtiges gehört. Scully von Süden. Hab Feindkontakt. Ja. Oh, Polizia. Polizia Nacional. Problem gelöst. Ja. Ja. Wer liegt hier noch? Trevor? Trevor. Kann der? Achso, der hat so einen komischen Sichtkegel. Ah, okay. Man hätte es ja mal probieren können. So, gut. Ja, dann müssen wir halt erstmal ihn beseitigen. Ach, es ist ein regulärer Soldat und ich kann ihn nicht töten. Gut, Trevor Colby. Okay, jetzt habe ich auch die Antwort darauf. There's some bad guys. Ja. Ja. Okay, Critical wird nichts mehr machen. Jetzt habe ich auch die Antwort darauf, ob Leute von Norden kommen. Und die Antwort ist... Oh, Scheiße. Ja, absolut. Absolut kommen Leute von Norden. Ach. Oh oh, looks like trouble to me. Ja. Yeah. Hab Feindkontakt. Okay, wir müssen leider... Zeit für ein Vater unser! Nein, ich komm nicht auf den Kopf. Okay, von ihm aber. Fantastisch! Ah, ich treff seinen Kopf nicht. Oh, ist das bitter jetzt. Ach, oh, und die sind auch noch zuerst am Zug. Ach, mit Gaston kann ich auch nicht arbeiten. Oui. Oh, ein Glück. Ein Glück. Ach, ja. Ich sehe ihn, aber ich kann leider nicht so arbeiten. Oh, jetzt, tut mir leid, ich muss speichern. Okay, also der Typ hier ist tot. Der links quasi. So, Rosebud. Ah, Torso. Oh Gott, ist das Pixelarbeit hier gerade. Oh, I'm a learning. Okay, Raven tötet ihn bitte. Dreht sich um. Problem gelöst. Und versucht sie noch zu töten. Nice. Sehr schön. Dann haben wir Trevor Colby. Der ist critical, der ist poor oder sie ist poor. Oh. Eins. Hab dich, du Hund. Der hat irgend so eine spezielle Schutzweste. Oh, Gaston. Ja. Ach, Tor haben wir auch noch, stimmt. Ah, Tor Colby. Okay, da. Ach, da hinten steht ja auch noch einer. Alter Schwede. Hat er noch einen? Ja, okay, lassen wir mal. So, und jetzt haben wir noch Scully. Und Scully, jetzt ist der Typ ganz weg? Okay, der ist wieder abgehauen. Gut, wir beenden die Runde. Ja, okay, er macht das mal. Hä? Wo kommt der her? Ich hab da extra in die Richtung geguckt. Oh, komm schon. Oh, Kurva. Okay, der macht aber nix. Wen hat's denn erwischt? Trevor Colby hat's erwischt. Ich denke zwar nicht, dass das Ziel von dem Gegner war, aber egal. Ah,
Alter Schwede, jetzt sind aber auch massiv viele Gegner. Ja. So, okay, jetzt kurz wieder sortieren. So, Tor tötet ihn. Tötet ihn. Danke. Der ist hinüber. Arschbutt, guck da. Jetzt ist der Typ wieder weg. Was ist das denn? Ach, das ist doch Pisse. Dass der Typ da jedes Mal verschwindet. Mann, ey. Okay, Trevor. Brauchen wir Tor dafür. So, Ravon. Einmal ihn töten. Einmal ihn töten. Fantastisch! Dann haben wir Gaston für eventuelle Nachkömmlinge. Ja, ach, das mit Scully kotzt mich an. Oder mit dem Gegner da oben rechts. Der wird jetzt gleich schießen. Jetzt sehen wir ihn schon. Was ist das denn? Ah, das ist ja wirklich... Oh, fucking hell. Jetzt kriegen wir nicht die Unterbrechung dafür. Tut mir leid, ich muss nochmal laden. Also entweder ist das ein Mega-Bug gerade, dass ich den Gegner da oben nicht sehe, aber das ist ja nicht normal. Der schießt auf uns und wir sehen ihn einfach nicht. Ja. Also entweder ist das ein Fehler vom Spiel gerade. Das nervt mich gerade. Langsam macht die Sache Spaß. Ja, okay, Agility. Können wir gleich speichern. So, Scully. Ich sehe ihn nicht. Er ist nicht da für mich. Verdammt! Hä? Also mal ganz ehrlich. Das macht dann gar keinen Sinn gerade. So, Tor hat schon geschossen, ne? Ja. Rosebud. Aufstehen. Rennen. Darn it. Hä? Warum sieht Scully ihn denn bitte schön nicht? Okay, was ist, wenn Gaston sich jetzt umdreht? You are dismissed. Easily. Ja, okay. Fragt mich bitte nicht, warum das gerade so komisch ist. Ja gut, okay, jetzt weiß ich ja, dass der Typ von da unten kommt, deswegen werde ich jetzt nicht schießen. Also nur einmal. So. Fantastisch! Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, warum Scully den Typen nicht gesehen hat. Spart die Details besser aus, wenn ihr das den Angehörigen erzählt. Ach, pipapo, Angehörige. So, okay. Er ist tot. Ich beschwere mich jetzt erstmal nicht mehr. Auch wenn ich immer noch fest davon überzeugt bin, dass das irgendwie ein... Dass das irgendwie ein Fehler ist. Dass ich den Typen durch diesen kleinen Baum da nicht gesehen habe. Naja, okay, er ist ein bisschen größer, der Baum, aber trotzdem. Also, irgendwie sehr strange. So, Tor. Ah, Scully geht dann hier hin. In der Hoffnung, dass er jetzt auch Gegner hinter dem Baum sehen würde. Und dann machen wir erstmal... Ach so, ja. Ach komm, der kippt eh bald um. Lassen wir ihn erstmal leben.
Foreigners. Foreigners. Das ist der Gaston, den ich sehen möchte. Curses! Trevor, sehr schön. To the head. Aber to the torso. Oh, komm, Kopf. Gucken wir mal in den Torso. Ist erstmal ein bisschen verwundet. Wird hoffentlich auch nicht mehr abhauen. Nee. Ah, schöner Start in die. In diesen Sektor. Yeah! Ach, hier ist ein Flughafen. Okay. Fällt mir jetzt auch das erste Mal auf. Okay, da kommt ein Gegner. Der lässt sich schon mal ankündigen. Ja. $1,35 die Gallone. Sehr billig. Sehr, sehr billig. Gut, okay. Ach ja, vielleicht finden wir ja am Flughafen jetzt mal wieder ein paar NPCs oder so. Head. Oh, knapp sogar. Okay, zweimal daneben. Justin, critical und wounded. Den lassen wir mal. Ich hoffe, dass hier unten noch einer kommt. Rosebud wird sich auch hier lang machen. Und dann war's das. Warten wir einfach auf Unterbrechung. Okay, er kommt sogar nochmal zurück, der Typ. Okay, da kommt also der nächste. Aus dem Park kommt keiner. Gut, dann werde ich mit Gaston jetzt mal ihn erledigen hier. Ja. So. Fantastik! Ne, Trevor. Ach, da ist dieses Schild im Weg. Alles klar. Ach, und Raven guckt da unten. Oh. Sieht ihn aber auch trotzdem nicht, egal. Höchstens, wenn er sich, genau, ein bisschen rausbewegt aus dem Bereich. Fantastisch! Ja, hat sich lange gehalten, der Junge. Aber auch für ihn ist es jetzt vorbei. Oh, there's some bad guys. Ja, okay, mit Rosebud auf die Entfernung. Ist natürlich ein sicherer Treffer, wie wir sehen. Ja, komm, schieß gleich nochmal. What the fuck? Wow, alles klar, Rosebud. Oh, there's some bad guys. Warum sieht Tor ihn eigentlich nicht? Achso, ja, schade. Wir haben schon mit Gaston geschossen. Ich hoffe, er duckt sich nicht ab, der Junge. Hey, there's some bad guys. Ernsthaft, Rosebud? Raven. Ja, komm. Kurz überlegt, ob ich mit Raven nach links gehe. Ah, okay. Dass ich mit Raven nach links auch gucke und unten das erstmal Gaston erledigen lasse. Gaston. Ja. So, was ist denn mit Tor bitte verkehrt? Ach, der hat echt so einen kurzen Sichtkegel nur, alles klar. Alter Schwede, Rosebud. Ich bin positiv überrascht. Justin. Okay, dann machen wir sie hier fertig. Ach, die ist genau hinter der Mauer. Die erwische ich nicht, alles klar. Hab Feindkontakt. Ja, ja, alles gut. Excellent. Okay. Einer weniger. Fantastisch. Sehr schön, zwei Treffer. Trevor, guck mal, ob der auch noch hier hinten. Okay, er sieht keinen. Ja, Scully könnte ja hier auch abziehen von da oben. Sieht Scully jemanden? Ah, knappig. Ja, vielleicht schicken wir ihn da nochmal ein, zwei Felder nach vorne. Aber erstmal soll es genügen.
Okay, sie haut wieder ab, das ist mir ganz recht. Der andere Typ müsste wahrscheinlich gleich auftauchen, den wir in der Runde davor gesehen haben. Ja, komm aus. Ach, der läuft auch da unten in die Ecke, wo ich ihn nicht sehe. Die sind Ingrate. Die sind Ingrate. Ja, das ist der Typ, den wir vorhin schon gesehen hatten. Curses! Die sind Ingrate. Ah, schöne Ecke. Für... Oh, Alter Schwede, hier ist aber auch viel los. Das wird ja noch ein schöner Kampf hier werden. Wollen wir nicht mehr schleichen. Ich würde fast noch eins vorgehen wollen. Okay, theoretisch dürfte er die beiden sehen. Tut das aber nicht. Hm. So, healthy. Alter Schwede. Rosebud. Was ist denn los mit dem Jungen? So, Gaston. Muss ich erstmal ihn. Oh Mann, ey, wieder daneben. Trevor. Okay, kann nur bis da angucken. So, you Draven. Poor. Tot. Problem gelöst. Tot. Fantastisch. Erstmal wieder ein kleines bisschen Zeit erkauft. Ah, okay, mit Rosebud schießen wir nicht. Ja, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste der Tor irgendwann kommen. Ja, nicer Treffer. Ja, aber ein Treffer war schon mal gut, weil mit Mauer springen und ein Treffer dürfte eigentlich keine APs mehr haben. Gaston Chardet. Ja, ich glaube, ich werde auch mal Tor nach hier unten gucken lassen. In der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Oh, jetzt muss ich aber auch langsam mal den einen oder anderen hier ausschalten. Oder ich schmeiß mal eine Granate hier runter. Müsste hoffentlich erstmal genug sein. Ja. Yep. So. Gut, dann mal kurz überlegen. Also, Gaston. Bitte einen ausschalten. Oh, danke. Fantastik! Tor. Dreht sich einfach nur mal. Hat er noch anvisiert? Ne, hat er nicht. Okay, bringt ihm auch gar nichts. Scully. Okay, er hat den Eingang da zum Flughafen im Auge, das ist gut. Rosebud hat da alles im Auge. Raven sieht noch ihn. Der ist mir allerdings nicht so wichtig. Der ist mir wichtiger eigentlich. Fantastisch! Weil den regulären Soldaten da hinten, den kann ich auch noch mal eine Runde auslassen. Oh, fucking hell. Sehr gut, Trevor Colby. Yeah. Mit Verlust der Waffe. Und tot. Sehr gut. Right on. Raven hat auch noch mal einen Schuss übrig gehabt, aber den kann sie ja für ihn jetzt hier nehmen. Yeah. Schön. Wird sie wahrscheinlich hinhocken, oder? Ja. Foreigners. Okay, Regular. Der springt doch nicht. Na, spring. Muss mich verbinden. Ich will nicht in der Pfütze auf blöden Pässe verrecken. 362, Alter. Gaston, Digga. Wie sie alle rumstöhnen hier. Oh nein! Oh nein! Oui. Okay, da ist auch niemand. Tor. Please stand up. Einmal den hier mit der Hand. Und Richtung Trevor.
out of action points. Curses! Ja. Ich gedacht, dass so ein 20er Treffer schon jemanden bluten lässt. That's alright. Okay, da ist einer gestorben. Ja. Trevor all bandaged, alright. Dann. Kriegt er mal durch. Der Feind ist hier! Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, kriegt er auch erstmal gleich einmal Creeper gehen. Okay, das wird kein Treffer, oder? Doch. Fantastisch! Okay, eine quält sich noch irgendwo. Allerdings, wo diese Person, also das kleine Mädchen da sein wird, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Denn hier mal einen kleinen Cut. Ich lasse Trevor hier kurz noch einen Creeper gehen fressen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.